Berechnen Sie die Fläche, die das Schaubild von f und die x-Achse einschließt. F von x ist gleich e hoch x minus 1 mal e hoch x minus e. So, Nullstellen von dem Ding. Wie rechnet man die? Ja, bitte. Den Satz vom Nullprodukt. Ja, und Null dann ist gleich e hoch x minus 1. Und dann ln 1 ist gleich x, also x gleich 0. Ja, also e hoch x gleich 1 oder x gleich ln von 1 und das ist 0. Jawohl, erste, zweite. 0 ist gleich e hoch x minus e. E ist gleich e hoch x. Jawohl, e hoch x gleich e oder e hoch 1. Ja, weiter. Und ln von e ist gleich x, also x gleich 1. Ja, und sowas sollten Sie auch im Pflichtteil können. Wie gesagt, also so eine Rechnung muss im Pflichtteil laufen. Und jetzt, was muss ich also jetzt hier rechnen für ein Integral? Letzte Reihe. Von Grenze 0 bis 1 und von... Jawohl, das hier. Und jetzt ist die Frage, wie rechnet man so ein Integral? Ja, bitte. Erstmal ausmultiplizieren. Und wenn Sie das nicht gemacht haben, wenn Sie da faktorweise integrieren, sind Sie in der Regel falsch. Also nicht versuchen, sowas faktorweise zu integrieren, sondern immer ausmultiplizieren. Eine partielle Integration oder Bruchintegration, die war zu meiner Zeit Schulstoff, ist seit 2004 gethemenfriedhof. Wenn Sie so etwas lernen möchten, wie man sowas als Produkt rechnet, dann dürfen Sie zu mir in den Vertiefungskurs in Klasse 12 kommen. Da mache ich das dann mit Ihnen. So, ausmultipliziert. Und einige von Ihnen haben das schon gemacht. Was kommt da raus? Ja, bitte. E hoch 2x. Also ich mache erstmal e hoch x zum Quadrat, weil e hoch x mal e hoch x gibt e hoch x zum Quadrat. Weiter. Minus e hoch x plus 1. Mal e. Weiter. Minus e hoch x und plus e. So, so sieht das aus. Und jetzt nehmen wir Ihre Verbesserungen vor, wenn Sie das denn möchten. Das ist das Integral von, was ist e hoch x zum Quadrat? Ja, bitte? E hoch 2x. Das dürfen Sie natürlich im Abitur direkt schreiben. Das mache ich hier nur nicht beim Vorrechnen. Also das ist völlig richtig. Jetzt e hoch x mal e, wenn Sie es denn möchten, ja? Minus e hoch x plus 1. Jawohl, also das heißt, dass dieses gibt ein e hoch 1 und dadurch wird es ein e hoch x plus 1 und der Rest, der bleibt dann so, wie er ist. Und jetzt, vielleicht müssen wir noch die Grenzen aufschreiben. Jetzt als nächstes eine Stammfunktion von e hoch 2x. Ja, bitte? 1/2 e hoch 2x. Ja, also ich schreibe das immer als e hoch 2x halbe. Denken Sie dran, eine Formel, die Sie als solche auswendig lernen sollten. Integral von e hoch ax plus b dx ist e hoch ax plus b durch a. Also das heißt, diese Formel, die müssen Sie dringend, so wie Sie es können. Wenn Sie die in der Klausur nicht können, diese Formel, dann haben Sie ein ganz massives Problem. Das plus c brauchen wir ja aber nicht, wir haben ja ein bestimmtes Integral. So, jetzt e hoch x plus 1 als Stammfunktion, letzte Reihe. Gleich e hoch x plus 1. Ja, ich schreibe das als durch 1, dass wir sehen, dass wir hier durch die 2 teilen müssen, hier theoretisch durch die 1, können Sie aber auch weglassen, selbstverständlich. Stammfunktion von e hoch x, ja bitte. Auch nicht x. Ja, bleibt e hoch x und Stammfunktion von e. Stammfunktion von e, ja bitte. E mal x. Ja, das dürfen Sie nicht vergessen. E gilt hier plötzlich als Konstante. Das heißt, das ist 2,71828 und so weiter. Also das heißt, nur in diesem Falle kommt dieses Mal x dazu. Aber auch diesen theoretischen Schritt müssen Sie verstehen, dass es hier, also hier an der Stelle ist es eine, es ist immer eine Konstante, aber hier ist es eine Exponentialfunktion und hier gilt es als konstante Funktion. Zwischen 0 und 1. So, jetzt setzen wir die Dinge ein. Also setzen wir ein, das ist e hoch 2 halbe, da setze ich die 1 ein, minus e hoch 2 Einzel, das ist der hier, minus e hoch 1 plus e. So, da habe ich jetzt das erste eingesetzt. Beim zweiten Einsetzen müssen Sie rasend aufpassen. Warum? Viele schreiben beim zweiten Einsetzen minus 0 hin.
Ja? Ja, weil oft minus 0 steht, das ist 1. So ist es. Und das müssen Sie sich bewusst sein, ja? Dass da eben nicht minus 0 kommt. Ja? Also haben wir hier e hoch 0 halbe minus e minus e hoch 0 plus. Und hier kommt tatsächlich dann die 0. Ja? Also hier haben wir die. So, jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. Sie sehen, als erstes fällt das E gegen das weg. Aber viel mehr passiert da nicht. Hier habe ich E Quadrat halbe minus E Quadrat. Das gibt dann insgesamt minus E Quadrat halbe. Also das heißt, die beiden zusammengefasst, 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Die beiden sind weggefallen. Dann habe ich hier ein minus E, das kriege ich auch nicht mehr weg. Minus E. Und hier habe ich dann noch ein E hoch 0. Das E hoch 0 war ja 1, also 1/2 minus 1. Das gibt dann ein minus 1/2. So, und das heißt, das muss ich insgesamt abziehen. Also ich habe jetzt die hier gerechnet, die fielen dann weg. Ja, und jetzt können wir das noch so zusammenfassen. Dann ist das E plus 1/2 und dann minus e Quadrat halbe. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das positiv oder ist das negativ, diese Zahl? Also pflichtteiltechnisch ist es schwierig, das zu erkennen. Man kann es natürlich in den Taschenrechner eintippen, wenn man einen Wahlteil hat. Wenn man im Pflichtteil sitzt und sowas rechnen muss, dann ist 2,7 zum Quadrat. Denn die E ist in meiner Welt so etwa so groß wie Wurzel 8, ja, stimmt nicht ganz. Also diese Zahl ist etwa 8, geteilt durch 2 ist 4. Und da sehen Sie, da steht 3,5 minus 4, also die ist negativ. Wie gesagt, Sie können das aber, also im Pflichtteil müssten Sie das dann so schätzen, wie ich so gesagt habe, und eventuell auch ein bisschen genauer rechnen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie es können müssen. Hat jemand einen Rundungswert? Niemand. Okay, brauchen Sie nicht. Dann nehmen wir meinen Rundungswert. Der liegt, wie gesagt, irgendwo bei 0,4, würde ich schätzen. Bei minus 0,4. Und daraus folgt, dass das A, im Abitur sollten Sie da ein bisschen besser argumentieren. Also hier etwa, dass das hier 3,2 ist. Und das hier mit 8, vielleicht 7,8 oder so. 7,8 halbe ist 3,4. Also so, jetzt habe ich es mal hier geschätzt. Das ist also etwa minus 0,2. So habe ich es jetzt mal geschätzt. Ich schreibe es jetzt wieder exakt hin. Daraus folgt, die Fläche ist e Quadrat halbe minus e minus 1/2. Sie können das natürlich auch von einer anderen Warte aus sehen. Also Sie können sicher sein, dass diese Fläche negativ ist, wenn Sie versuchen, diese Funktion nämlich zu zeichnen. Ja, da sehen Sie bei der Zeichnung, vielleicht mache ich die mal hier auf die Seite, falls das gewischt hat. Das hat dann nicht geklappt, so hundertprozentig im Tafeldienst. Ich zeichne Ihnen mal hin. Die Funktion nur etwa. So, und da sehen Sie, da haben Sie die 0 und die 1 als Nullstellen. Und für x gegen unendlich geht uns das Ding gegen unendlich. Für x gegen 0 geht uns das Ding gegen 0. Das wissen wir. Und das heißt, da das ja gegen plus unendlich gehen muss, wird die Funktion etwa so aussehen, geschätzt. Und da sehen Sie, das muss unterhalb der x-Achse sein. Wäre es oberhalb der x-Achse, bräuchten wir entweder eine mehrfache Nullstelle, was wir hier nicht haben, oder das Ding wird uns gegen minus unendlich abhauen, was auch nicht der Fall ist. Gut, gibt es da noch Fragen? Ja. Müssen wir jetzt am Ende, wenn wir A, das wir hingeschrieben haben, noch das in Betrag sagen, oder darf das auch nicht? Ich habe eindeutig, ich habe ja argumentiert, es ist faktisch ein Betrag. Ich habe argumentiert jetzt eine ganze Weile, dass diese Fläche hier negativ ist. So, und deswegen habe ich einfach die Minuszeichen umgedreht. Das ist sowas wie ein Betrag, was ich geschrieben habe. Aber ja, im Endeffekt, das hier, wie gesagt, dadurch, dass ich hier mal minus 1 genommen habe, von hier nach hier habe ich den Betrag genommen.